So, ein weiteres Video, bevor wir Richtung Süden fahren. Und heute wollen wir ein bisschen das Stromsetup upgraden. Und dazu haben wir einen Ladebooster. Den wollen wir heute einbauen. Das ist das finale Ziel, damit wir auch, währenddem wir fahren, Strom generieren können für unsere Zweitbatterie. Außerdem werden wir noch kurz darauf eingehen, was der Unterschied zwischen einem Trennrelais und einem Ladebooster ist. Wir hatten nämlich zuallererst ein Trennrelais erworben, haben das aber nach kurzer Überlegungszeit direkt wieder zurückgeschickt und jetzt ein Ladebooster hier. Außerdem gibt es auch bei den Ladeboostern schon einige Unterschiede, da werden wir nebenbei auch etwas drauf eingehen. Jetzt würden wir aber direkt einmal loslegen, also auf geht's. Auf geht's. So, das erste Kabel für unseren Ladebooster habe ich schon abisoliert. Ganz kurz dazu, falls ihr nicht wisst, wie das mit den Kabeln funktioniert, schaut da gerne mal in unser 12-Volt-Video rein. Da haben wir das alles ganz genau erklärt, wie man diese Rohrkabelschuhe zum Beispiel aufsetzt, was man beachten muss, welche Kabelschuhe überhaupt die richtigen sind und was man im Fahrzeug beachten sollte. Da gibt es nämlich auch bei der Kabelauswahl einiges zu beachten. Jetzt habe ich ja aber einmal direkt den Ladebooster rausgesucht. Der ist von Victron und ist ein 12-12-Volt Ladebooster mit 30 Ampere. Das bedeutet, der kann also maximal 360 Watt laden, also in die Batterie laden. Also man nimmt ja immer die 30 Ampere mal die 12 Volt von den Batterien. Dann bekommt man das raus. So, und wie das jetzt genau funktioniert, das erklären wir jetzt kurz. So, bevor es jetzt mit dem Einbau unseres Ladeboosters losgeht, wollen wir einmal ganz kurz erklären, warum wir uns nicht für ein Trennrelais, sondern für einen Ladebooster entschieden haben. Denn man muss dazu sagen, wir hatten ja am Anfang erst ein Trennrelais bestellt, welches wir dann direkt wieder zurückgeschickt haben. Und zwar ist es nämlich so, es gibt zwei Arten von Trennrelais. Einmal ein ganz normales, einfaches Trennrelais und ein automatisches Trennrelais. Wir hatten uns für das automatische Trennrelais entschieden, was schon mal ein bisschen besser ist als das einfache Trennrelais, aber immer noch eigentlich für unsere Zwecke total ungeeignet. Und der Grund ist, dass ein Trennrelais genau das tut, was der Name sagt. Es trennt einfach die Starterbatterie von der Aufbaubatterie, wenn der Motor nicht läuft. Wenn der Motor läuft, dann schaltet das Relais so, dass Strom fließen kann und die Lichtmaschine lädt nicht nur die Starterbatterie, sondern auch die Aufbaubatterie. Das Problem dabei ist, dass keine Ladekennlinie verfolgt werden kann und dadurch die Batterie eigentlich auch nie zu 100% voll wird, meistens so bis 80% geladen werden kann und auch deutlich höhere Ströme benötigt werden, als wenn man jetzt mit einem Ladebooster arbeitet, der eben die Ladekennlinie verfolgt und auch einfach das besser umsetzen kann. Und deswegen, also mit einer 80% geladenen Batterie können wir halt irgendwie nicht so richtig viel anfangen. Wir bräuchten halt schon die 100%. Und deswegen haben wir uns einfach gegen das Trennrelais entschieden, haben das kurzfristig wieder zurückgeschickt. Und ja, wir haben uns für den Ladebooster entschieden, zu dem wir jetzt auch noch ganz kurz was sagen wollen. Bei den Ladeboostern gibt es auch immer noch zwei Varianten, nämlich einmal den Ladebooster mit Feststspannung und einmal einen Ladebooster, der automatisch der Ladekennlinie der Aufbaubatterie folgt. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die zweite Variante zu nehmen, also einen Ladebooster, der sich einstellen lässt auf die Kennlinie der Batterie, weil das eben einfach viel besser ist für die Lebenserwartung. So, und das ist nämlich so, also zum Beispiel beim Solarladeregler, das kennt man ja vielleicht, wenn man da einen eingebaut hat, dann hat man erst diese Balkphase, wo es so richtig voll, die Batterie richtig voll geladen wird und dann kommt die Absorptionsphase, wo dann eben die Spannung schon wieder ein bisschen runter geht und die Batterie bis zu 100% noch voll geladen wird. Und wenn sie voll ist, dann schaltet ja der Booster oder der Solarladeregler ab und man ist halt voll geladen. Und das hat so eine bestimmte Linie, die verfolgt wird. Also erst geht das steil nach oben, damit es vollgeladen wird und dann wird die Kurve immer flacher. Wenn man jetzt so eine Feststspannung hat, dann bleibt es immer gleich und das ist echt total ungünstig für die Batterien. Vor allem, wenn man jetzt eine teure Lithiumbatterie hat, will man das vielleicht nicht unbedingt testen. Dann kann man, wenn man schon 1500 Euro für eine Batterie ausgegeben hat, dann vielleicht auch noch die 200 Euro für einen besseren Ladebooster in die Hand nehmen. Der zweite wichtige Aspekt beim Auswahl eines Ladeboosters ist die Spannung. Und da gibt es meistens 30 Ampere, 50 Ampere und
bestimmt auch noch mehr. Und da ist es wichtig, den richtigen Ladebooster auszuwählen. Ganz einfach deswegen, dass wenn die Spannung zu groß ist, also man zum Beispiel jetzt einen 70 Ampere Ladebooster wählen würde, dass das nicht unbedingt positiv ist. Also viel hilft beim Ladebooster nicht immer viel, weil wenn die Spannung zu schnell steigt, dann wird die Batterie fälschlicherweise zu schnell als voll erkannt und sie wird nie richtig voll geladen. Deswegen ist es besser, einen Ladebooster zu nehmen, der wirklich auf die Kapazität der Batterie angepasst ist. Meistens sagt man so etwa 30% der Kapazität der Batterie. Ja, 100 Amperestunden Lithium-Batterie, dann sollte man nicht über 30 Ampere bei dem Ladebooster gehen. Wenn dich das ganze Elektrikthema ein bisschen verunsichert und du zum Beispiel auch keine Zeit dafür hast, dann lohnt es sich vielleicht auch mal einfach bei Tiger Expert vorbeizuschauen. Da kannst du dich einmal beraten lassen zum Thema Elektrik und die Komponenten, die du benötigst, werden einmal komplett auf dich und dein Fahrzeug abgestimmt und je nachdem, was du später benötigst, ob du nur mal kurz Urlaub machen möchtest oder so wie wir auch Vollzeit drin leben möchtest. Das heißt, du kannst dann ein Komplettset von denen gestellt bekommen, was wirklich komplett auf dich abgestimmt ist. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Verlinken wir dir auch einmal in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Was ich zu dem Gerät hier noch sagen wollte, das ist ein Gerät mit 3 Anschlusspunkten. Es gibt das gleiche auch mit 4 Anschlusspunkten. Welches für dich das Richtige ist, hängt davon ab, ob dein Fahrerraum, wo die Batterie, die Starterbatterie verbaut ist, getrennt, also isoliert ist vom Aufbau. Das ist bei uns nicht der Fall, weil die Karosserie halt eben durchgängig ist und wir ja nicht so einen Kasten drauf sitzen haben, wie das in manchen Wohnmobilen der Fall ist. Deswegen reicht für uns das Gerät mit 3 Anschlusspunkten. Dann wird das Minus an die Karosserie angeschlossen und die übernimmt quasi die Funktion des Minuskabels. Das heißt, das werden wir jetzt hier einmal anbringen und dann direkt gucken, wie weit oder wie lang das schwarze, das Minuskabel sein muss, damit wir ja gut an die Karosserie rankommen. Ich wollte einmal zeigen, wir haben jetzt hier nur mal so halbherzig, damit wir erstmal die Längen abschätzen können, unser schwarzes Minuskabel auf die Erdung gelegt und das muss ja hier bei Minus angeschlossen werden. Das heißt, wir werden es ungefähr jetzt hier so abschneiden. Das sollte vollkommen ausreichen. Dann habe ich jetzt zwar das andere Ende umsonst abisoliert, aber naja, wird sich schon noch mal ein Einsatzzweck irgendwann finden, würde ich sagen. So, das Kabel der Minusleitung auf die Karosserie ist jetzt angebracht und bei dem Ladebooster von Victron muss man beachten, dass man, bevor man die Bordbatterie anschließt, zuerst die Starterbatterie anschließt. Dafür habe ich gestern hier schon mal ein Kabel von vorne nach hinten durchgezogen. Das geht hinter unserer Verkleidung lang. Das werden wir dann hier beim Input anschließen. Zuerst werden wir das aber einmal noch hier oben lang legen, damit das hier nicht so kreuz und quer alles geht. Und ganz wichtig, sowohl der Output als auch der Input müssen direkt an der Batterie durch eine 60 Ampere MIDI-Sicherung abgesichert werden. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Schritte zu tun. Einmal dieses Kabel hier ordentlich im Kasten verlegen und vorne einmal die MIDI-Sicherung an der Starterbatterie anbringen. So. Ich würde sagen, wir starten mal vorne und arbeiten uns nach hinten vor. Dass wir das Kabel hier so einfach von vorne bis nach hier hinten hinter der Verkleidung durchziehen konnten, liegt übrigens nur daran, dass wir beim Ausbau ganz am Anfang, bevor wir die Verkleidung montiert haben, direkt daran gedacht haben, dass wir irgendwann auch nochmal einen Ladebooster einbauen werden und wir dafür natürlich auch ein Leerrohr benötigen. Deswegen habe ich jetzt einfach dieses Battery-to-Battery-Leerrohr, was bis jetzt unbenutzt, also leer, war, einmal hier vorgezogen und da konnte ich das einfach reinschieben. Das war total unkompliziert. Ich habe jetzt gerade einmal unsere Toilette ausgeräumt, weil hier kommt nämlich das Leerrohr von ganz hinten an und unsere Batterie sitzt ja direkt hier, also nicht vorne im Motorraum, sondern quasi unter dem Fahrersitz. Deswegen werden wir hier ein kleines Loch machen und dann können wir das Kabel einmal direkt durchstecken und anschließen. Also sehr unkompliziert. Wenn wir einmal bei dem
Thema Kabelquerschnitte sind, schaut doch mal in dieses Heft rein, falls ihr den Ladebooster einbaut, den wir jetzt auch gerade nutzen. Da steht nämlich ganz genau drin, bei welcher Länge der Kabel und bei welcher Nennspannung der Batterie ihr welche Kabel benötigt und welche Sicherung. Deswegen, wir brauchen zum Beispiel die 10 Quadratmillimeter Kabel, die haben wir auch. Aber wir könnten auch, wenn wir wirklich nur einen halben Meter von der Batterie entfernt sind, auch ein 6 Quadratmillimeter Kabel nehmen. Und sobald man wirklich weite Strecken, also über 5 Meter mit dem Kabel überbrücken müsste, dann müsste man ein noch dickeres Kabel verwenden. So. Ja, wie man sieht, das hier ist das restliche Kabel und hier ist der Anschluss. Da fehlen schon ein paar Zentimeter, aber nur wenige. Zum Glück haben wir noch das dickere Kabel, was wir damals für unseren für das Rennrelais gekauft hatten. Also wir wollten ursprünglich ein Rennrelais einbauen. Und da das ja dicker ist, können wir das ganz ohne schlechtes Gewissen nutzen. Das ist sogar noch besser, weil es dann weniger Verluste im Kabel gibt. Und deshalb werden wir das jetzt hier einmal krimpen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die hydraulische Krimpzange. Und das dann, wenn die Sicherung kommt, mit diesem Kabel verbinden. Also hier kommt dann ein Teil des, also das kommt in die Sicherung und das andere, also ein bisschen was davon kommt in die Sicherung. Und dann können wir es auch ganz unkompliziert verbinden. So, wir haben jetzt das Stückchen Verlängerungskabel vorbereitet. Das hier kommt an die Batterie. Hier ist jetzt noch ein Schrumpfschlauch dran. Und das werden wir jetzt noch einmal krimpen. Wir haben jetzt das Input-Kabel und das Massekabel angeschlossen. Damit ist der Ladebooster jetzt mit Strom versorgt und muss jetzt eingerichtet werden. Dafür braucht ihr die App. Die habe ich jetzt schon mal runtergeladen. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich habe eben noch den Solarladeregler da. Und wenn man den anklickt, nachdem man den Startcode, also die 6 Nullen eingegeben hat, sieht das so aus. Und jetzt muss dieser Ladebooster eingerichtet werden, nämlich so, dass er der Ladekennlinie von der Batterie, die man hat, entspricht. Und da gibt es auch so vorgefertigte Presets, also wenn ihr hier zum Beispiel auf das Rädchen klickt, dann zuerst einmal auf Ladegerät klicken, weil wir wollen ja die Bordbatterie laden. Und dann bei Batterieeinstellungen habe ich jetzt das Preset AGM-Batterie ausgewählt. Damit ist das alles erstmal fertig eingerichtet und es kann weitergehen. Und wenn ihr den Ladebooster in der App fertig eingerichtet habt, dann ist es Zeit, das letzte Kabel, nämlich das Kabel von der Bordbatterie zum Ladebooster bzw. vom Ladebooster zur Bordbatterie anzubringen, damit jetzt auch die Bordbatterie wirklich geladen werden kann. Da dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, wieder eine Sicherung mit einzubauen. Am besten eine MIDI-Sicherung, wie viel Ampere die braucht, könnt ihr der Anleitung entnehmen. Und wir zeigen jetzt einmal, wie das bei uns aussieht. Wenn alles fertig montiert ist, muss nur noch der Ein-Aus-Stecker reingesteckt werden. Das ist dieses kleine grüne Teil, was dabei ist. Da könntet ihr auch, wenn ihr wollen würdet, mit einem Kabel noch einen wirklichen Schalter verbauen. Wir haben das nicht gemacht. Wir brauchen den auch nicht ein- oder auszuschalten. Also wir wollen den schon eingeschaltet lassen. Deswegen haben wir den jetzt einfach reingesteckt. Und dann ist es schon soweit. Und ihr könnt den Ladebooster einmal testen. Ich habe mir jetzt wieder die App geschnappt. Und wir werden jetzt einmal das Auto starten. Und dann können wir nämlich schon sehen, ob alles richtig verkabelt ist und auch die Bordbatterie geladen wird. So, jetzt steht hier Absorptionsladung. Und zwar haben wir am Eingang 14,7 Volt Spannung und am Ausgang auch 14,7 Volt Spannung. Ja, also das sieht gut aus. So, das war alles zu unserem Einbau vom Ladebooster. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Uns würde auch mal interessieren, was du zum Thema Ladebooster versus Trennrelais denkst, weil viele Wohnmobile vor allem ja eigentlich noch standardmäßig mit Trennrelais ausgestattet werden. Und vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, wie wir das jetzt so uns vorgestellt haben. Genau, also wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen oben da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video.